sind wir wieder im Let's Play. Ausgerüstet, gut ausgerüstet, will ich hoffen. Und weiter geht's. Wir müssen in die Richtung rüber. Hier rüber. Oh. Alter Falter. Ich bin tot. Du bist tot? Oh, nun geh hoch, Junge. Geh weiter. Der da vorne. Ich denke eben, wer kommt da angewetzt? Kommt ja schon wieder angerannt hier da. So, pass auf, wie wählt man jetzt diese komischen Sachen aus, die wir toll gekauft haben? Ja, das, genau das ist das Problem. Was ich nicht verstehe. Also UV-Dings. So, ich bin jetzt AK und habe meine Waffe. Das kann nicht sein. Da meine Tastatur umlegen. Und das einstellen. Jetzt habe ich UV-Zeug gefressen. So, und jetzt müssen wir noch mal. Konntest du die Pilze essen? Ja. Und wie hast du die gegessen? Du gehst rein, drückst 1, das Rad auswählen, das zweite Rad auswählen und dann hast du das ausgewählt. Und bei ihm musst du diesen komischen Stab drauflegen, wo auch immer dieser UV-Stab sein soll. Den habe ich noch nicht gefunden. Oder wofür? Das ist der Bauplan. Ich habe nur einen Bauplan. Also du musst diesen Bauplan haben. Du musst diesen Bauplan haben. Ich habe 2 Leisten. Wie drückt man denn jetzt die Mine raus? Ach, ich weiß, wie es geht. Mit der mittleren Maustaste kannst du dann was auswählen. So, Molotow-Cocktails. Das war die Mine. Ich bin erstes. Oh Gott, das ich werde mich jetzt verabschieden. Harry, ich wünsche dir eine gute Nacht. Hast du die UV-Lampe und die Dinger? Die kannst du nachher entsprechen. Ich weiß ja, du wählst die UV-Lampe aus und kannst mit der mittleren Taste starten. Harry, schön, dass du dabei warst und erhol dich, ne? Na klar, das ist sowieso. So, ja, mach mal. Ich glaub das nicht. Bist du auch tot? Ich bin doch
Frau kann in das rein. Ich mach mal Respawn. Ich bin da oben auf dem Dach und komm wieder in angerannt, ne? Meine Güte, ist das spannend hier wieder. Wir müssen das schaffen mit dem U-Bahn-Tunnel. Andere Seite. So, wo war das? Verdammte Spinnenmilben. Die ganze Ernte ist erledigt. Ja, Digga, du kannst mal ein bisschen mithelfen hier. Hast du gehört? Ja, ich hab's gehört. Es wird Wasserbeschränkungen geben. Schau dir diese Farm gut an, denn sie ist vielleicht bald weg. Wieder einer da. Wurfmesser. Du fummelst, ne? Fummel, ja. Versuch's. Peter, was machen wir beide bloß hier? Was machen wir beide bloß hier? Ne? Nicht auf. Lass mich mal versuchen, wenn du... Vielleicht sind meine Dietriche noch zu klein, zu schwach, keine Ahnung. So, wie war, ja, weiß man nicht. So, Maus drehen, Arschloss drehen. Ja. Brichst du einen Dietrich ab, oder wie? Ja. Da ist der erste. Alter Falter, da. Komm! Komm runter! Jetzt geht der Scheiß. Seltsam. Gar nichts mehr. Das hat 10 Dietriche gekostet. Ein bei mir. Hier ein. Ich habe jetzt vor lauter Gram vergessen zur Station, was ich hier überhaupt sollte. die Quiz kommen ja Tagebuch. Sag mal, mit der mittleren Maustaste hast du jetzt so verstanden, ne? Das fiel mir nämlich noch ein. Ja, hast du mir gesagt. Aber ich war jetzt noch mal hier drin und hab die umgelegt, komischerweise. Ja. Das fiel mir nämlich noch später ein. Ich denke, Mensch, da war doch noch was. Da habe ich jetzt nur noch Wurfmesser drauf. Die machen aber ordentlich Schaden auch. Was ist denn hier los? Ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwie ein Zeug da nehmen. Oben Immunität. Ist der Reich, da oben. Ich muss irgendwie eine Immunität nehmen. Warte mal. Hier oben. Das. Eine Immunität, ja. Mach doch nicht so fett hier. Ich habe Angst, du bleibst stecken hier. Oh, da kommt ja gar nicht durch, der Dicke, oder? Und der lange auch nicht. Die beiden größten Typen. Was sagt für mich bitte 2 Kilogramm eines... Ich mach mal das Licht aus. Alles klar, Alexi, ist gebongt, mein Bester. Weißt du, was sie hier brauchen? Infrarotschein wäre das falsche Spiel, ne? Ja. Drück mal auf Q, das sehen wir so schön. Oh. Oh.
Hast du noch Zeug hier? Warte mal. Das sind jetzt diese zwei Sachen, das sind weg. Die Krise. Irgendwas funktioniert. Die Waffe ist fast zerstört. Suchen Sie sich endlich nach einer neuen. Hab ich. Bringt ja nichts, wir müssen runter. Wow, was habe ich denn jetzt gemacht? Peter, stehst du neben mir? Ja. Warte, gegruselt. Ich habe mich gerade gegruselt, das kannst du doch nicht machen mit mir. Da liegt noch einer. Nimm mit, ein Pilz ist hier, glaube ich. Was ist das? Ach, Immunität. Oh, ich werde gleich sterben. Oh, Nerv. Ich bin im Tunnel. Mir geht's nicht gut, Peter. Wir müssen uns beeilen. Ich komme hier nicht durch. Ich werde hier gleich drauf gehen. Ich kann auch nicht, das Zeug nicht nutzen. Ich hab's dabei. Geh's nicht. Oh nee. Peter, du musst herkommen, du musst weiterkämpfen für mich. Sterb gleich. Bitte, bist du auch tot? Ja, noch nicht. Aber ich muss sehr, sehr gut. Hier beide, hier hinter dir. Kann das ganze Immunzeug überhaupt nicht nehmen. Ich kapier's nicht. Auch nicht mit der... Bitte, ich hab die Tür aufgemacht. Du kannst durch. Renn weiter hier, lass uns kämpfen.
sterb gleich. Mein Herz schlägt nur noch auf letzten Zügen. 13 Meter. Und das war's. Du musst weitermachen für mich. Lass mich liegen. Lass mich liegen. Mach weiter. Lauf! Und immer langsamer. Ist deine Immunität auch am Ende? Ja. Ja, da müssen wir irgendwie mehr sorgen. Wie gesagt, mit der Kohle war ja Mist, ey. Tja. Ah, das ist gar nicht so schlimm. Hakon, ich bin bei der Fackel. Seh dich um. Der Techniker an unserer Hauptstation sollte gut beleuchtet sein. Du sollst dir was sagen? Das ist gar nicht so schlimm. Du gehst zwar drauf, aber dann wird es abgespeichert an einem bestimmten Punkt, Peter. Das ist gut. Ja. Vielleicht sollte man echt mal ein bisschen mehr schleichen. Ich weiß hier nicht mehr, wo ich lang muss. Hier ist eine Fackel. Kann ich die Stelle jetzt portieren? Moment. Moment. Ich teleportiere dich. Sequenz. Sequenz. Oh, er schreit, oh Scheiße. Jetzt hat er diesen komischen Hühner hier mit der Lava hier gefunden. Oh, verdammt, ey. Das ist jetzt weiter sein, oder? Gleich. Das sieht nicht gut aus. Gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Hey, bitte. Ja, genau. Da kann man teleportieren, das wüsste ich jetzt auch. Dietrich. Ja, wieder Dietrich. Ich war doch schon auf. Was ist auf die Pille? Mach du das. Meine was? Du gehst killen, ja? Gehst du, soll ich öffnen? Ja. Gut. Abgebrochen. Ja, das war's. Warte mal, schau mal, was ich noch habe. Kill den mal hier. Ich lebe schon mal. Ja. Schau mal hier in die gelbe Kiste. Habe ich schon. Ich danke dir. Schau mal, jetzt habe ich Arznei gefunden, konnte direkt mit... Ja! Da stimmt doch irgendetwas. Doch, ich glaube, also ich gehe mal von mir aus, wir stellen uns einfach bloß an. Mach hier die Tür mal zu. Ja, mach mal. Will ich da oben rein? Und wenn ja, warum? Die waren doch schon hier, oder was, ne? Nee, das ist wieder ein anderer. Hier ist UV-Licht, das ist ein Lager. Also hier kann schon mal nichts passieren. Nur die Menschen halt. Oh, Peter, ist das hier spannend, ey. Machst mal das Gitter auf.
reiß mal ordentlich dran, Junge, mach das mal auf hier. Wieso geht. Ich steck fest, Peter! Oh, Peter, Entschuldigung, ich habe einen. Es ist mir was passiert in der engen Röhre. Sorry. Ich habe Chili con Carne gegessen. Oh, ja, ich merk's gerade. Ja. Ah, komm, ich bin drin. Ich bin wieder cool. Hey, denk drüber nach und ich bin gleich zurück. Der Totenkopf da oben, der macht mich ganz verrückt, wo ich ihn mehr über meinem Kopf sehe. Was? Wieso siehst du jetzt einen Totenkopf? Ja, irgendwie müssen. Ja, ich bin immer noch Level 1. Ach, deswegen. Der macht mich ganz letzt. Ich bin auf der Plattform. Was? Mach die Schleuse auf! Welche Schleuse? Schleuse? Die hier? Aktualisiert. Nee. Ah, hier drüben. Was denn hier? Ich wollte hier erstmal looten. Hier war doch so viel Loot. Wenn du was hast, hier war doch so viel Lootzeug, oder muss ich mich hier beeilen? Hier war doch hier, war hier nicht? Hier. Geld. Geld. Ja, ich sehe gar nichts. Ich drücke Q und sehe trotzdem nichts. Hier ist eine Kiste. Oh ja, jetzt sehe ich's. Und? Naja, nicht viel, aber wenig, ne? Na, das würden wir wenigstens mitnehmen, du. Weil wenn wir schon das beschlossen haben, dass wir verkaufen wollen, dann muss man ja natürlich auch Waren haben, ne? Waren des täglichen Bedarfs. Weißt du doch, WTB. Genau. Gut, ich glaube, das war's jetzt. Ja, ich sehe nichts mehr. Hier ist ein UV-Licht. Ich werde das mal das Knöpfchen betätigen, ne? Ja, mach mal. Ich bin es nicht wert. Bitte lasst mich gehen. Alle Spiele. Push to open door. Verdammt! Hey, was machst du hier drin? Ich bin es. Au! Oh, die Magenkuhle! Au! Oh, mitten rein! Oh, verdammt. Oh, nee, du. Grüße. So ein Mist. Wo kam der denn her? Er spazierte durch die Tunnel. Elender Basar-Abschaum. Ist wohl eher ein abtrünniger Spion. Naja. Wie ein Abtrünniger sieht er aber nicht aus. Oh, verdammt gefesselt, Peter. Ja. Du auch? Ja. Mist. Er ist wach. Na, Entschuldigung. Na! Was willst du in unserer Basis? Mann. Ich versuche nur zum Stadtzentrum zu kommen. Ins Zentrum? Der Tunnel ist zu, bis ihr Lukas Mörder rausrückt. Basar-Drecksäcke. Ich bin kein Basar-Drecksack, ich bin Pilger. Keiner von euch weiß was oder hat was gesehen. Und an die Blockade kannst du dich auch nicht erinnern? Sei jetzt lieb zu mir. Wie heißt sie? Vielleicht Andrea sollten wir dir zur Strafe Anderson die Hände abhacken. Ach, vielleicht erinnerst du dich dann, hm? Wo warst du vor 4 Tagen? Ich bin ein Pilger. Vor 4 Tagen war ich 100 Kilometer weit weg. Genug, Anderson. Wir brauchen die Wahrheit. Und mit Gewalt wird das nichts. Aber Commander Lukas sagte doch immer... Und jetzt habe ich hier das Sagen. Sie haben die Berichte gelesen. Ein Pilger ist vor kurzem im Basar aufgetaucht. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Gehen Sie, Sergeant. Ich will allein mit ihm reden. Na gut. Dabei war die eigentlich sympathisch. Na mal, vielleicht ist sie auch noch sympathisch. Guck, er macht mich lose hier. Wo kommen Sie her? Crossdale River. Das ist über 1500 Kilometer von hier entfernt. Alter Falter. Eigentlich sind es über 2000. Die Autobahnbrücken sind eingestürzt. Es gibt keine geraden Strecken mehr. Sie sind ganz schön weit gekommen. Beeindruckend. Wie ist es denn da draußen? Ich habe das Gefühl, das Spiel ist nach der Chronik
ist auch die Grafik irgendwie noch besser geworden, oder? Ja, ich denke mal auch. Und glauben Sie, ich hätte jemanden getötet? Wann waren Sie das letzte Mal draußen außerhalb der Stadt? Wann waren Sie das letzte Mal außerhalb der Stadt? Vor knapp 15 Jahren. Dann gibt es dort sehr viel weniger Überlebende und sehr viel mehr Infizierte. Das ist ja wenig. Wer weiß. Die meisten halten es hier in diesem Höllenloch aus, weil alles da draußen noch so viel schlimmer ist. Und du bist gefesselt, du kannst ja nicht. Meine Frau und ich lebten in England. Ich hatte zwei Schwestern, zwei Brüder. Von denen habe ich seit 10 Jahren nichts mehr gehört. Wo lebten sie? In London und im Umland. London gibt's nicht mehr, soweit ich weiß. Auf den ganzen Inseln gibt es wohl nur noch 4 Siedlungen. Scheiße. Tja. Warum sollte ich den Commander umbringen? Sie haben 4 Tage nach dem Mord versucht, in den Zentralring zu kommen. Und außerdem, an Karls Stelle würde ich auch einen Fremden mit dem Mord an Lucas beauftragen. Okay. Ist die sauberste Lösung. Tja, diesen Karl kenne ich aber nicht mal. Sie werden ihn bald kennenlernen. Karl hält alle Züge im Griff. Er ist ein scheinheiliges Arschloch, das den kompletten Basar gegen uns aufgebracht hat, obwohl wir diese Leute beschützen. Wie es außerhalb der Mauern ist? Man weiß nie, wo Gefahr lauert. Immer wieder neue Territorien, neue Gefahren. Sind Sie hergekommen, um Schutz zu finden? Ich kam her, weil ich jemanden suche. Und weil es heißt, dass es in Villedorf viele Überlebende gibt. Sie suchen also jemanden? Eventuell kann ich Ihnen helfen. Aber umsonst geht das nicht. Geschäfte machen ist mein Ding. Was brauchen Sie? Gleich zum Geschäft. Gefällt mir. Der Tunnel bleibt zu, bis ich den Mörder unseres Commanders finde. Commander Lucas. Seine Leiche wurde im Basar gefunden. Grässlich entstellt. Die Leute im Basar machen uns das Leben schwer. Sie sind stolz und loyal. Verraten würden die niemanden. Aber die Führung verliert langsam die Geduld. Meine Befehle kommen von ganz oben, Pilger. Wenn die Bewohner von Old Villedor weiterhin aufmucken, kommt die Armee hierher. Und dann brennen sie den Basar nieder. Das würde ich gern vermeiden. Was wollen Sie von mir? Lucas hatte eine Waffe. Einen seltenen Schlagring namens Lazarus. Er ist der Schlüssel, um den Mörder zu finden. Wenn Sie etwas über den Lazarus erfahren, sagen Sie es mir. Dann zeige ich mich erkenntlich. Er ist sehr wertvoll, aber bei seiner Leiche war er nicht. Jemand vom Basar hat ihn wohl an sich genommen. Ja. Tja, warum sollte ich... Mit Ihnen zusammenarbeiten? Sie haben mich angegriffen und mich als Mörder beschimpft, ohne jegliche Beweise. Das war ein Fehler. Sie sind ganz offensichtlich nicht der Mörder. Warum suchen Sie ihn nicht selbst? Ich kenne ja doch kaum jemanden. Genau deshalb können Sie mir helfen. Weil niemand mit uns redet. Weil wir für die bloß Besatzer sind. Dabei räumen wir die Straßen frei von den Infizierten und fangen Verbrecher. Aber das ist denen egal. Für die zählt nur, dass wir ihr Essen essen und ihr Wasser trinken. Doch sie sind ein Pilger. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sie den Leuten helfen können. Und sie sind nicht von hier. Ihnen traut man. Sie wollten mich umbringen. Egal. Wir sind dennoch ihre einzige Chance. Wenn sie ins Zentrum wollen. Also, helfen Sie mir? Ja, sicher. Klar, ich werde es versuchen. Also, wenn ich diese Waffe finde, darf ich dann ins Zentrum? So einfach ist das nicht. Villedor hat stark gelitten. Zuerst war es wegen der Infektion von der Außenwelt abgeschnitten. Und dann erwiesen sich die Mauern als die Rettung. Doch die Leute hier lernten, niemanden so schnell zu trauen. Ich gebe den Weg erst frei, wenn ich den Mörder habe. Aber wenn Sie den Lazarus finden, werde ich mich daran erinnern. Wenn die Schuld gesühnt ist, sind Sie der Erste, der durch darf. Okay. Tja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich werde es versuchen. Okay. Sehen Sie sich um. Fragen Sie die Leute. Und kommen Sie nicht mit leeren Händen zurück. Viel Glück. Na gut. Gut, damit ist das Let's Play auch erstmal wieder zu Ende. Und seid gespannt, wie es weitergeht, liebe Freunde.